Ja, wunderschönen, liebe Elden Ring-Freunde, zu diesem neuen Video. Heute soll es um diese Rüstung gehen, die Rheinfäule-Rüstung, ein absolutes Top-Mid-Game-Late-Game-Set, was wir bereits uns im Early-Game holen können. Dazu müssen wir mal zu den Ruinen da gehen, auf der Karte von den Drachen verbrannte Ruinen. Die haben wir da direkt beim Startgebiet eigentlich. Kleiner Hinweis nur, ihr solltet jetzt aber schon eine Waffe auf plus 3 oder plus 4 haben, denn wir müssen da jetzt immer wieder einen Gegner töten, der hält im Early Game doch schon einiges aus. Ja, also ein bisschen eine Waffe solltet ihr jetzt vielleicht schon haben, die aber seinen Schaden macht. So, da werden wir eben von dieser Kiste dort teleportiert in diesen Kristalltunnel und da gehen wir dann direkt raus. Na, wer schon mal da war, weiß, zu Beginn hat man da überhaupt keine Chance. Die Gegner sind alle übermächtig. Aber wie gesagt, man kann bereits nach 5 Minuten diese Rüstung holen. Oder eigentlich nicht die Rüstung, aber diesen Farm-Spot erreichen. Sagen wir mal so. Ne? So, da setzen wir uns sicherheitshalber her. Das Rheinfäule-Set, also ich finde das optisch wirklich unfassbar schön. Ich trage es selber aktuell. Es schaut so toll aus. So, und jetzt sind wir eben da bei diesen Hölleninferno-Gebiet, sage ich gern, und da müssen wir jetzt hierher gehen. Bei diesem Gnadenpunkt geht die ganze Sache los, ne? Wir reiten mit dem Pferd auf diese Insel da und töten immer wieder diesen Typen, der was da spawnt. Na, das ist genau der, was die Rüstung trägt. Verpiss dich, Güssen. Zack! Jetzt hat er gerade nichts gedroppt, aber ich zeige euch jetzt meine ganzen Drops, wie ich die Rüstung gefarmt habe. Ich habe circa ungelogen 30 bis 40 Minuten gebraucht und habe das ganze Set gehabt. Schauen wir kurz rein. Zack. Da haben wir die Rheinfäule, den Rheinfäule-Beinschutz. Rheinfäule-Stulpen. Die Rheinfäule-Rüstung und schlussendlich, das hat ein bisschen länger gedauert, den Rheinfäule-Helm. Das ganze Set, absolutes Top-Set von die Werte her, direkt zu Beginn zu haben und schaut richtig geil aus. Ich bin ein riesen Fan von diesem Set, mein Ernst jetzt. Schaut sich das an. Das Spiel ist so grandios, Leute. Ich liebe Elden Ring. Ich muss echt sagen, es ist bis jetzt, wenn es so weitergeht, ist das From Software's zweit- oder drittbeste Spiel nach Bloodborne und Demon's Souls für mich. Bloodborne bleibt für mich immer Nummer 1, da kann gar nichts anderes sein. Und da sehen wir die Stats von den Ringen. Ach, von den Ringen, ich bin jetzt ein Trottel. Von diesem Set. Absolut, absolut grandioses Set. Leute, für mehr Elden Ring Content, lasst einfach ein Abo da, trinkt ein Bier, habe die Ehre, pfiat euch.